bringt die EU-Agrarpolitik nach 2020 den Bürgerinnen und Bürgern in der Bundesrepublik Deutschland? In einer Dorfmitte steht ein Gebäude leer. Die Bürger haben sehr unterschiedliche Ideen für die Nutzung. Doch einen Wunsch haben alle gemeinsam. Das Gebäude soll mit Leben gefüllt werden. Die Bürger möchten daher ein Konzept entwickeln. Doch wie können sie dies finanzieren? Hier kann die EU-Agrarpolitik helfen. Die gemeinsame Agrarpolitik war immer eines der wichtigsten Aufgabenfelder der europäischen Politik und hat sich erheblich weiterentwickelt. Für 2021 bis 2027 wird eine Reform der Agrarpolitik in Europa mit einem nationalen gemeinsamen Agrarpolitik-Strategieplan vorbereitet. Ziel des neuen Strategieplans ist eine Modernisierung und stärkere Ergebnisorientierung der gemeinsamen Agrarpolitik, auch durch Förderung und Weitergabe von Wissen und Innovation. Er dient der Förderung eines krisenfesten und intelligenten Agrarsektors, der Sicherstellung der Nahrungsmittelversorgung und der Verbesserung in den Bereichen Ernährung und Gesundheit, der Stärkung von Umwelt- und Klimaschutz und der Entwicklung des ländlichen Raums. Der Plan basiert auf einer Stärken-, Schwächen-, Chancen-, Risiken-Analyse, kurz SWOT-Analyse. Daraus werden der Bedarf und konkrete Maßnahmen abgeleitet. Der Bund entwickelt hierfür gemeinsam mit den Ländern und relevanten Wirtschafts-, Umwelt- und Sozialverbänden Ziele und Maßnahmen für die Landwirtschaft und zur Förderung der Entwicklung ländlicher Räume. Der Rahmen wird durch die Europäische Union vorgegeben, die auch einen Großteil der Gelder bereitstellt. Informationen für Projektanträge finden die Bürger online und in der Kontaktstelle ihres Bundeslandes. Zusammen beantragen sie die Finanzierung der Konzepterstellung bei ihrer Landesverwaltung. Gemeinsam sind auch die nötige Vorarbeit und Bürokratie gut zu meistern. So haben die Bürger durch die Förderung die Möglichkeit erhalten, ein Konzept für das leerstehende Gebäude zu entwickeln und ihre Ideen einzubringen. Haben auch Sie ein Projekt zur Entwicklung im ländlichen Raum und möchten aktiv werden? Informieren Sie sich unter www.netzwerk-ländlicher-raum.de.